Ja, vielen Dank. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Anwesende, liebe Zuschauer an den Bildschirmen. Ich danke dir, lieber Stefan, für die Einladung. Ich freue mich, heute hier sein zu können in Greding beim schönsten Ereignis in Bayern am heutigen Tage, beim politischen Aschermittwoch der AfD in Bayern. Liebe Freunde, man sagt, wir leben im Zeitalter der menschengemachten Veränderung des Planeten, des Anthropozän, aber wir leben vor allem im Zeitalter der menschengemachten Veränderung der Wahrheit, im Zeitalter des großen Fake. Geld wird nur noch gedruckt, Wissenschaft wird politisch bestellt, einbestellt, zugerichtet, einbestellt, Sprache, unsere gute alte Sprache wird umgeschrieben, Worte werden verboten, Worte werden ersetzt, Begriffe werden erfunden zur Umdeutung, zur Verschleierung. Wer nicht ausschließlich sie dann verwendet, soll weg, wird sozial vernichtet, medial vernichtet, beruflich wird gecancelt. Das ist eine Kultur der Unterdrückung der freien Meinung. Da leben wir inzwischen und das, liebe Freunde, das müssen wir ändern. Liebe Freunde, Grundlage der Demokratie ist die Informiertheit der Wählenden. Solche Information geschieht permanent durch sprachliche Vermittlung, aber immer wieder versucht die politische Linke mit Scheinargumenten Ermächtigungsperspektiven für ihre politischen Ziele zu suggerieren. Sei es bei einer erfundenen allgegenwärtigen Diskriminierung, die durch besondere Quoten auszugleichen sei, sei es bei der Vertuschung der Täterherkunft in Kriminalitätsstatistiken, sei es schon bei der Umbenennung von illegalen Migrationsfällen in Flüchtende. Wir wissen alle, dass ein Syrer, der von der Türkei nach Griechenland einen illegalen Grenzübertritt bei Absicht kein Fliehender ist in diesem Moment. Auch das Misswording der Bundestagstreppen-Selfies zu einem vermeintlichen Reichstagssturm, das tatsächlich nur ein Sturm im Wasserglas war, gehört in solche Kategorien. Und wussten Sie, was eine undokumentierte Warenentnahme im Supermarkt von einem undokumentierten Grenzübertritt unterscheidet? Zwar ist beides strafbar, aber das eine darf man noch Diebstahl nennen, das andere soll man nach neuestem Wording nicht mehr illegale Zuwanderung nennen dürfen. Das könnte die undokumentierten Zuwanderer diskriminieren. Ich werde darauf später noch genauer eingehen. Die Bürger sollen also eine ganz neue Sprache lernen in diesem Land, dass wir, wie lange noch, Deutschland nennen dürfen. Möglicherweise steht ja ein entsprechendes Verbot wegen Diskriminierung der vielen Zugewanderten unmittelbar vor. Also demnächst dann vielleicht per Dekret Vielfaltland. Wenden wir also mal einen Blick auf das Verbiegen von Sprache, auf das täuschen wollende Verbiegen von Sprache beim angeblichen Rassismus, beim Weißwaschen der illegalen Migration, bei den Horrorszenarien der Corona-Analysen, beim Ausbeuten von deutscher Solidarität für eine marode EU, wie auch generell beim Umgang mit Wissenschaft und Opposition. Schauen wir also, welche absurden Blüten die Vorwürfe allgemeiner, allgegenwärtiger Diskriminierung treibt. Es darf ja wirklich nicht wahr sein. Der Friedensnobelpreis ging wieder nicht an Greta. Nominiert war natürlich aber auch die Black Lives Matter-Bewegung. Die hätte es ja dann auch werden müssen. Alles andere wäre ja rassistisch. Jetzt wird es aber dieses Jahr schon wieder eng. Es muss ja dieses Jahr Nawalny werden. Allerdings ist es so, Rassismus lauert eben auch überall. Wer zieht denn beim Schach immer wieder zuerst und diskriminiert Schwarz jedes Mal aufs Neue als den, der das Nachsehen hat, den Nachzug? Dann vielleicht lieber ein Kartenspiel? Wer ist denn da mehr wert als die Dame, der König? Rassismus und Sexismus, struktureller Sexismus überall, es ist zum Verzweifeln. Auch beim Film hat man das endlich erkannt. Deshalb, wer kann der neue James Bond anderes sein als eine schwarze Frau? Sie sagt, ihre persönliche Hauptaufgabe sei der Kampf ihrer Kultur und verweist dabei auf die Black Lives Matter-Bewegung. Und für die neue Cleopatra-Verfilmung
Da ist die vorgesehene Darstellerin schlicht zu weiß, also ungeeignet. Natürlich sind die Ägypter nicht schwarz und das Königshaus der Ptolemäer schon gar nicht, aber es spielt alles keine Rolle. Der Shitstorm blieb nicht aus wegen eines angeblichen Whitewashing, einer Weißwaschung. Damit wird dieser Film schon mal kein Oscar-Anwärter sein, denn unsere Kulturrevolution gegen Deutschland, Europa, gegen den Westen, indem man ihm ein schlechtes Gewissen machen will, dass er Minderheiten unterdrücke, die ist inzwischen so weit fortgeschritten, dass die Oscar-Nominierungskriterien jetzt einem Diversity-Zwang unterliegen. Bester Film kann nur noch werden, wo mindestens ein Hauptdarsteller oder ein wichtiger Nebendarsteller einer ethnischen oder sexuellen Minderheit angehört. Oder 30% der Nebenrollen an unterrepräsentierte Gruppen vergeben sind. Oder die Handlung dreht sich vor allem um Frauen oder Schwarze oder Menschen mit Behinderung oder Transgender-Personen. Es ist ein ewiger Hexentanz der Ideologie statt Qualität, Quote. Hier wird eine ganze Gesellschaft, die Kultur des Westens, unter einen absurden Generalverdacht gestellt, damit sich linke Gruppen eine Diskurshoheit anmaßen können. Wir müssen die Bevölkerung rechtzeitig darüber aufklären und dieser Bewegung Einhalt gebieten. Es ist ein Marsch in die Unwahrheit, meine Damen und Herren. Hollywood geht da auch weiterhin tapfer voran, etwa in der Realverfilmung von Ariel. War sie in der Zeichentrickvorlage noch weiß, so ist die Rolle jetzt mit einer Schwarzen besetzt und Disney lässt uns wissen, Ariel lebt in einem Unterwasserkönigreich in internationalen Gewässern und kann schwimmen, wohin sie will. Nun, das ist wirklich global gedacht und bei seinem Streamingdienst kennzeichnet Disney jetzt Zeichentrickfilme mit einer Rassismuswarnung. Etwa Dumbo, das ist dieser Elefant mit den großen Ohren, mit denen er fliegt, von 1941, Peter Pan von 1953, Aristocats, Aladdin. Bei Peter Pan hätten Indianer rote Haut. Bei Dumbo gäbe es Krähen, die mit afroamerikanischem Akzent sprechen, die dumm, faul und schwarz seien. Dann müssen sie aber wirklich weg, diese Krähen, meine Damen und Herren. Es ist immer dasselbe. Sie wollen den Menschen ein schlechtes Gewissen machen. Sie wollen die Menschen drangsalieren. Wir aber stehen zu unseren Traditionen, zu den Traditionen des Westens. Und dabei muss es bleiben. Schon länger sehen wir ja, der Othello darf nicht mehr schwarz geschminkt werden und die Bayerische Oper, ja, hier um die Ecke, paar Kilometer weiter in München, die will also den Monostatos in der Zauberflöte auch nicht mehr als Schwarzen auftreten lassen und weil ein Schwarzer hässlich ist, dürfe auch nicht mehr gesungen werden. Dabei klagt der Monostatos da gerade an, dass er als Schwarzer in der Geschlechterbeziehung, geht um Pamina, diskriminiert wird. Aber Bildung ist halt selten geworden. In der ZDF-Kindernachrichtensendung Logo wird uns mitgeteilt, okay sei es, von schwarzen und weißen Menschen zu sprechen. Aber mit Schwarz sei natürlich nicht die Farbe gemeint. Natürlich nicht. Was für eine Idee. Wer sich als schwarzer Mensch bezeichne, wolle damit ausdrücken, dass er aufgrund seiner Hautfarbe Rassismus erfahre. Als weiß wird bezeichnet, wer keine Probleme durch Rassismus hat. Also ist ein wichtiger Hinweis für Sie, wenn Sie mal wieder renovieren wollen, sagen Sie zum Malermeister, können Sie die Wand mal so streichen, dass sie kein Problem mit Rassismus hat. Das ist ja immerhin auch ein Fortschritt. People of Color dürfe man sagen, aber farbige Menschen nicht. So dürfe man es nicht übersetzen. Ist ja logisch. Der Berliner Senat ist immer ein Schritt voraus. Er hat eine Broschüre finanziert, die heißt Anregungen für diskriminierungskritische Perspektiven auf Märchen. Denn, wem wäre es nicht klar, in Märchen steckten vor allem Antisemitismus, Rassismus, Sexismus und Behinderfeindlichkeit. Kinder seien am besten von Märchen fernzuhalten, um ihnen diskriminierende Darstellungen zu ersparen, denn Deutschland ist eine von Diskriminierung geprägte Gesellschaft. Alles originale Zitate. Strukturell diskriminierend ist etwa schon, aktive Frauen seien böse Hexen oder entsprechende Schwiegermütter, Prinzessinnen würden nur passiv errettet. Aber schlimmer noch, es fehlten
Personengruppen, die gar nicht erst vorkämen in den Märchen. Homosexuelle, wo sind sie? People of Color in Schneewittchen, wo sind sie? Der muslimische Glaube, Transpersonen und vieles weitere, sie kämen gar nicht erst vor. Die armen Kinderseelen, die da so gänzlich unvorbereitet in die entsprechende Berliner Gesellschaft entlassen werden. Wir, meine Damen und Herren, wir wollen, dass Kinder noch in einer unideologischen Umgebung aufwachsen und groß werden dürfen. Und dafür setzen wir uns ein. Aber Stefan hat es schon erwähnt, nur gut, dass es jetzt immer die gendergerechte Verallgemeinerung bis in die Nachrichtensendungen gibt und endlich bislang ausgeblendete Frauen Erwähnung finden. Endlich gibt es sie, endlich bekommen sie Sichtbarkeit, all die VerleumderInnen, all die HeuchlerInnen, all die LügnerInnen. Das musste wirklich sein. Und Bayern hat ja mit seinem Horst sogar schon einen ganzen Innenminister im KanzlerInnen-Kabarett. Also, das geht vorwärts. Währenddessen dekolonisiert der Schulbuchverlag Ernst Klett sein Programm. Es gab da nämlich Rassismusvorwürfe, weil Übungshefte Meine Indianerhefte hießen. Diese würden nun umbenannt. Ernst Klett lässt uns wissen, wir teilen die Ansicht, dass sich Schülerinnen und Schüler kritisch mit Kolonialismus, Postkolonialismus, Rassismus, Diversität und Migration auseinandersetzen müssen. Man kann nur hoffen, dass normales Lernen des normalen Stoffes nicht von dieser Auseinandersetzung abhält, meine Damen und Herren. Und in den Berliner Kitas gibt es jetzt eine senatsgeförderte Handreichung mit dem Titel Sexualität und geschlechtliche Vielfalt als Themen frühkindlicher Inklusionspädagogik zusammen mit dem Medienkoffer Familien und vielfältige Lebensweisen. In Bilderbüchern erfahren dabei Kinder, Kita-Kinder wohlgemerkt, endlich entscheidende Dinge. Das Buch Wo ist Carlas Papa? Erzählt von der zweijährigen Carla, die von ihrer Mutter erfahren darf, dass sie mit Hilfe eines Samenspenders zur Welt gekommen ist. Oder wie Lotta geboren wurde. Lottas Papa möchte ein Kind. Und wie Lotta in seinem Bauch wachsen kann, ist gar nicht so kompliziert. Das Bilderbuch thematisiert auf altersangemessene Weise, heißt es, transgeschlechtliche Elternschaft. Wer möchte da sein Kind nicht in eine Berliner Kita geben? Meine Damen und Herren, die AfD, sie ist nötiger denn je in diesem Land. Aber nicht nur bei uns. In Oxford hat das Anthropologiemuseum beschlossen, im Sinne der Dekolonisierung seine Sammlung von Schrumpfköpfen nicht mehr auszustellen. Besucher hätten die Ausstellungsstücke doch tatsächlich als Beleg für Grausamkeit und Primitivität anderer Kulturen gewertet. Es gelte aber ein tieferes gegenseitiges Verständnis zu vermitteln. Ziel muss es offenbar sein, ein tieferes gegenseitiges Verständnis für die Praxis der Schrumpfköpfe zu vermitteln. Nun, einige Bundestagsabgeordnete, die hier unter uns sind, haben da ihre Erfahrung. Im Bundestag gibt es sogar noch lebende Exemplare davon. Eine Südafrikanerin in Lindau, sie verlor während eines Rechtsstaats mit dem Vermieter die Contenance und spuckte und pöbelte gegen eine Nachbarin mit den Worten, ihr Scheißweiße. Wie eine Anfrage der Bayerischen Landtagsfraktion ergab, wurde diese Beleidigung in der Polizeistatistik erfasst unter politisch motivierte Straftaten rechts. So viel zur Polizeistatistik. Das Schlusswort zum ganzen Thema lassen wir Simbabwes Vizepräsident Kembo Mohadi. Er macht den weißen Mann für die schlechte wirtschaftliche Situation in seinem Lande verantwortlich. Seit Simbabwe unabhängig geworden sei, sei es mit dem Land bergab gegangen. Die Kolonialherren hätten den Schwarzen nicht beigebracht, wie man wirtschaftet. Die Einheimischen wüssten lediglich, wie man Gemischtwarenläden und Geschäfte für alkoholische Getränke betriebe. Dem ist nichts hinzuzufügen, meine Damen und Herren. Prost! Aber im Ernst, diese Sprachzurichtungen haben natürlich neben der Unterminierung der westlichen Kultur noch einen ganz entschiedenen Zweck. Ich komme mal auf mein Ressort, die Innenpolitik. Der Berliner Senat hat jetzt ein Diversitätsprogramm mit dem Leitfaden
Vielfalt zum Ausdruck bringen, herausgebracht für die Mitarbeitenden der Berliner Verwaltung. Und da erfahren wir doch sehr Aufschlussreiches. Gar nicht mehr verwendet werden solle der Begriff Asylant. Denn der würde negativ instrumentalisiert. Auch Asylbewerber geht nicht, als ob Menschen sich um ein Grundrecht bewerben müssten. Dass etliche eben nicht schutzberechtigt sind, sondern sich nur bewerben, das interessiert in Berlin nicht. Dementsprechend wird also der Ausdruck Schutzberechtigte empfohlen, wohlgemerkt Berechtigte für Bewerber. Ausländer, heißt es weiter, seien keine Ausländer, sondern Einwohnende ohne deutsche Staatsbürgerschaft. Nun ja, statt von illegaler Migration solle lieber von undokumentierten Migranten, da sind sie, gesprochen werden, wobei Migrant aber auch nicht erste Wahl sei. Besser sei es, Mensch mit Migrationsgeschichte zu sagen oder noch besser, Mensch mit internationaler Geschichte. Also wir üben das mal, wir sind am Grenzübergang. Wenn also dort irgendjemand gesetzwidrig die Grenze verletzt und widerrechtlich ins Land eindringt, was sagen Sie? Sie sagen, hallo, undokumentierter Mensch mit internationaler Geschichte. Du bist doch wohl Schutzberechtigter. Das ist das, was sich der Berliner Senat vorstellt. Und weiter heißt es, Roma- und Maghreb-Flüchtlinge würden pauschal als Armutsflüchtlinge bezeichnet, als Einwanderer in die Sozialsysteme. Da solle man sprechen von, generell, von Arbeitseinwanderung. Und weiter weiß man, die Berliner SPD vor allem, den Begriff der Clankriminalität, den solle man gar nicht mehr verwenden, weil das nur die entsprechenden Gruppen diskriminiere. Und ich denke, das wird auch ein positives Ergebnis zeitigen, was angeht das Vorkommen von Clankriminalität in den Statistiken. Wir streichen diesen Begriff. So schreitet man in Berlin auf dem Wege konsequenter Problemlösung dramatischen Schrittes im Wochentakt voran. Meine Damen und Herren, das ist der Weg der Linksparteien, der Weg der unionsgestützten Linksparteien, der Weg der AfD ist ein anderer. Es ist der Weg der Wahrheit, der Weg des Aufzeigens der Probleme, des Erkennens der Probleme und dann ihrer Lösung. Und im rot-rot-grünen Versuchslabor Berlin, da will man eine verfassungswidrige Migrantenquote zunächst in abgeschwächter Form als Zielvorgabe. Frau Giffey sagt, Giffey, wörtlich, eine Stärke Berlins ist die Vielfalt der Menschen hier, die muss sich auch in der Verwaltung widerspiegeln. Giffey muss es wissen, sie ist eine promovierte Wissenschaftlerin, eine Politikwissenschaftlerin. Wer also als Nicht-Migrant systematisch diskriminiert werden will, um nicht Chancen, sondern Ergebnisgleichheit herzustellen, der weht Rot-Rot-Grün oder deren pseudobürgerliche Hilfstruppen in der Union. Und so geht es weiter. Der grüne Justizsenator dort, der entlässt sicherungsverwahrte Schwerstverbrecher und Sexualstraftäter in den Freigang. Alles andere sei mit ihrer Menschenwürde nicht vereinbar. Die Bevölkerung zu schützen, könnte ja die Sicherungsverwahrten diskriminieren. Meine Damen und Herren, sie gehen wirklich über Leichen. Es ist sehr ernst in diesem Land und wir müssen die Bevölkerung aufklären. Man macht dort in Berlin Kampagnen gegen Genitalverstümmelung, täuscht es vor, gerade dieser Tage wieder, während man die Genitalverstümmler hereinbittet. Ja, nicht alle tun das, aber eben eine systematische Gruppe. Das heißt, sie importieren ein Problem, aber wollen sich nicht ehrlich machen. Aber da man auch nichts gegen die afrikanischen Drogendealer im Görlitzer Park machen will, kann man ja die Polizisten auf rodelnde Kinder und Familien hetzen und die jagen lassen, wenn sie angeblich Corona-Abstände nicht einhalten. So kommt dann alles wieder ins weltoffene Berliner Lot. Hier müssen endlich wieder die Prioritäten vom Kopf auf die Füße gestellt werden, meine Damen und Herren. Das ist unerhört. Verallgemeinern wir mal, gehen wir mal weg aus Berlin, diesem Brennglas der Probleme unserer Republik auf die Regierungsebene. Die Regierung hatte eine Fachkommission zur Prüfung der Bedingungen der Integrationsfähigkeit gebildet und die hat jetzt ihr Ergebnisgutachten 200 Seiten stark vorgelegt. Und was weiß sie zu sagen über die Rahmenbedingungen der Integrationsfähigkeit? Wie kommt man da vorwärts? Der Vorschlag der Kommission ist,
und das ist tatsächlich so, es ist keine Satire, den Begriff abzuschaffen. Den Begriff Integrationsfähigkeit. Und besser überhaupt auch den Begriff Integration und außerdem den Begriff Migrationshintergrund. Das ist das Ergebnis der Fachkommission zu den Rahmenbedingungen der Integrationsfähigkeit. Man solle nur noch von Eingewanderten und ihren direkten Nachkommen reden. Migranten, ich zitiere, sollten sich nicht an überlieferte Werte und Normen des Deutschseins anpassen. Es gäbe keine allgemein verbindliche Verständigung, was die deutsche Gesellschaft ausmache und was nicht. Es brauche ein neues Verständnis von Deutschsein mit durchlässigeren Zugehörigkeitskriterien. Dazu zählt sowohl eine Erleichterung des Zugangs zur deutschen Staatsbürgerschaft, ich zitiere immer noch aus dem Papier, wie auch ein, hören Sie, weltoffener Patriotismus. Was ist denn das? Was ist denn das? Der, hören Sie, die parallele Zugehörigkeit zum Wohnort, zum Bundesland, zur EU und zur Heimat der Vorfahren anerkennt. Zwischen Bundesland und EU, kommt da nicht sonst noch was dazwischen? Fehlt da vielleicht zufällig was? Da fehlt vielleicht Deutschland. Aber über Deutschland erfahren wir, es sei schon immer ein vielfältiges Einwanderungsland gewesen. Statt sich groß um Integration zu scheren, müsse die Politik nur mehr dafür tun, dass sich die Zuwanderer einbürger lassen. Meine Damen und Herren, Sie sehen es, es ist ähnlich wie mit der Clankriminalität, mit der illegalen Migration, mit der Bevorrechtigung von angeblich diskriminierten Gruppen. Man dreht die Sprache um, schafft einerseits Ermächtigungsperspektiven, weil andererseits Problemfelder ausblenden, indem man die Sprache verändert, die Worte verbietet. Wenn wir das hören, dass Sie also gar keine Integration mehr wollen, Sie kennen Ihre Kundschaft und wollen deshalb von Anfang an die Ziellatte runterlegen, dann muss ich sagen, mehr antideutsche Politik war selten. CDU und Grüne, genauso CSU, sind nur noch verschiedene Filialen desselben Unternehmens, unterschieden vielleicht im Zielbereich der Wählertäuschung, gemeinsam aber in der Auflösung Deutschlands durch globalistische Ideologie. Wir als AfD, wir wollen das aufhalten, meine Damen und Herren. Noch ein Beispiel, es ist nicht immer nur die Sprache zur Wählertäuschung. Konkret, um die Einwanderung zu verschleiern, da bedient sich die Bundesregierung seit Jahren immer wieder definitorischer Kniffe. Seit 2 Jahren werden hierzulande geborene Kinder von Asylbewerbern nicht mehr mitgezählt. Das waren 2018 noch 32.000, also 20% der Asylbewerber. Wieder dieselbe Masche. Man verändert die Kategorien, man verändert die Sprache, um Probleme unsichtbar zu machen. Wie gesagt, auch der Begriff Migrationshintergrund, etwas, womit wir in der Innenpolitik im Innenausschuss dauernd zu tun haben, der soll verändert werden. Er ist für sich ja schon unscharf. Er fällt bereits bei den Enkelkindern von Eingebürgerten weg. Also wenn ein Kind 4 eingebürgerte Großeltern hat, wird kein Migrationshintergrund mehr geführt. Aber der Regierung geht diese Umdeklarierung von Ausländern zu Deutschen mit Migrationshintergrund zu Deutschen, die noch eine gewisse Sichtbarkeit des Problems erhält durch den Begriff des Migrationshintergrunds, offenbar immer noch nicht schnell genug, da es ja doch noch ein paar Generationen dauert, bis dieses Epitheton Migrationshintergrund verschwindet. Zudem taucht diese Aufschlüsselung nach Deutschen versus Deutschen mit Migrationshintergrund in verschiedenen einschlägigen Statistiken auf und spricht da eine klare Sprache, etwa bei der Geburtenrate, etwa bei der Arbeitslosigkeit. Bei der Kriminalitätsstatistik ist man schon weiter. Dort wird nur die Unterscheidung zwischen Deutschen und Ausländern vorgenommen. Die mit Migrationshintergrund werden gleich in die Kategorie Deutsche mit eingeordnet. Man sieht also, der Begleittitel mit Migrationshintergrund ist eher unbefriedigend, weil er zu schnell erlischt, was dann Auswirkungen hat auf die statistische Aussagekraft dieser Informationen. Informationen, die in einer Demokratie der Wähler braucht, um verantwortliche Entscheidungen zu fällen. Mit anderen Worten, es ist nicht so, dass sie die Demokratie abschaffen, sondern sie schaffen die Grundlage der Demokratie ab, die informierte Wählerentscheidung durch Tatsachenverschleierung, durch Sprachmanipulation. Das ist der Punkt, den
Ihnen nahezubringen, mir heute so wichtig ist, weil er besonders subkutan, besonders subtil ist und besonders leicht übersehen wird. Und diese Auswirkungen auf Kriminalitätsstatistik zum Beispiel, die sind natürlich beabsichtigt. Sinnvoll wäre es eigentlich, den Migrationshintergrund zu ersetzen durch eine Erfassung der ethnischen Herkunft. Dann werden nicht mehr alle Zugewanderten über einen Kamm geschoren. Und man kann etwa bei Integrationsverweigerern oder in puncto Kriminalität genau sehen, welche Zuwanderergruppen statistisch auffällig sind. Ein Tipp, es sind nicht die Holländer und Österreicher. Eine detaillierte Problemanalyse, wenn man denn das Problem detailliert analysieren wollte, braucht es hier und sie kann helfen, zielgenau gegenzusteuern, wenn man denn gegensteuern wollte. Meine Damen und Herren, es muss Schluss damit sein, immer nur die Probleme zu vertuschen und das einfach als Diskriminierungsverhinderung zu verkaufen. Die Wahrheit muss auf den Tisch, die ganze Wahrheit. Nur so kann der Wähler seine informierte Entscheidung fällen. Dafür steht die AfD. Wir haben das auch gesehen, jetzt wieder bei den Leuten in Moria. Die Politiker der SPD, Barley und Grüne fordern, die Moria-Migranten auf Kreuzfahrtschiffen unterzubringen. Ein grüner EU-Abgeordneter, Erik Marquardt, meinte, angesichts des eingebrochenen Markts für Kreuzfahrtreisen sind die Reedereien doch dankbar für alternative Einnahmequellen. Auf einmal ist den Grünen dann doch egal, wie umweltschädlich doch Kreuzfahrtschiffe sind. Die europäische Immigration, die massive, ist ihnen dann doch noch wichtiger als Klimaschutz. Und der Reiseanbieter TUI zeigt sich grundsätzlich offen. Oder Phoenix Reisen überbietet das noch mit der Aussage, um Geld geht es uns nicht, wir würden das Schiff sogar umsonst hergeben. Früher waren Kreuzfahrerschiffe eingesetzt worden, um Muslime vor Jerusalem zu bekämpfen. Heute sollen sie sie nach Europa holen. Modern Times, meine Damen und Herren, alles ändert sich. Die Welt wird globaler, während bei illegaler Zuwanderung die Angabe falscher Identitäten, es gibt ja Welte, die über 20 Stück aufweisen konnten, nach wie vor nicht strafbar ist. Man will es nicht wissen. Die Statistiken sollen das nicht sehen können. Wieder die falsche Informationserstellung. Während das dort so war, musste man bei Falschangaben im Restaurant ein Bußgeld, hier Corona-Lockdown, diese Zwischenmaßnahmen, als man noch in die Restaurants konnte mit Nachverfolgung, bei Falschangaben ein Bußgeld von 1.000 Euro zahlen. Was sind das für ein Verhältnis? Der eine, der erst ins Land kommt, bleibt bei 20 falschen Identitäten straffrei, beim Deutschen sind es 1.000 Euro. Was ist eigentlich, wenn jetzt ein Asylbewerber eine falsche Identität dann zukünftig wieder in einer Gaststätte hinterlegt? Was gilt dann eigentlich? Wie dem auch sei, hoffen wir, es spricht sich in Afrika bald rum, dass in Deutschland gegenwärtig Beherbergungsverbot herrscht. Es kann nämlich nicht sein, dass alle Deutschen sich einschränken, dass wir die Grenzen zumachen wegen Corona, aber dass unbegrenzte Zuwanderung für Scheinasylanten nach wie vor möglich sein muss. Nein, es muss hier endlich eine vernünftige Balance zwischen den Prioritäten erreicht werden. Und auch da ist nur die AfD, die dafür einsteht, meine Damen und Herren. Und wenn wir schon bei Corona sind, ein Unwort hört man jetzt erstaunlicherweise seit ein paar Wochen nicht mehr, nämlich Impfnationalismus. Was war das noch? Dass ein Land möglichst zügig für ausreichende Impfdosen für seine Bürger sorgt, im Interesse seiner Bürger handelt. Was davon zu halten ist, man kann das auch kritisch sehen, völlig klar. Aber wenn man dieses Angebot machen will, soll man es bereitstellen. Dagegen erhob sich dann gleich das linke Donnerwetter. Steinmeier warnte, dass eine Impfstoffsicherung zulasten anderer ginge. Röttgen fand es richtig, dass man im Impfnationalismus eine klare Absage erteilt hat. Dabei hätte eine frühere Bestellung zu mehr Planungssicherheit geführt, sodass die Kapazitäten früher hochgefahren worden wären. Am Ende wäre mehr für alle da gewesen wären. Genauso gut könnte man freiwillig auf Arbeitsplätze verzichten, damit für andere mehr da ist. So wie die Deutschen Schulden machen dürfen in Höhe von Hunderten von Milliarden Euro, damit die unsolide wirtschaftenden Südländer Geldgeschenke bekommen. Man kann aber natürlich auch die Betriebe der kleinen Gewerbetreibenden durch einen Lockdown zerstören, damit alle nur noch international bei Bestellfirmen bestellen. Wir wollen, und wir sagen es den Leuten auch, dass wieder die Interessen unserer eigenen Menschen
im Vordergrund stehen und dass die wieder arbeiten können. Sie wollen arbeiten. Wenn wir überall sitzen können, hier oder im Bundestag mit Masken, dann können auch 4, 5 Leute in ein genügend großes Geschäft hereingehen und ganz normal Business machen, das Geschäft machen. Es ist nicht einzusehen. Die sind in den Bussen und Bahnen beieinander. Dann können sie das natürlich auch in den Geschäften. Deshalb Geschäfte wieder auf, meine Damen und Herren. Und bei diesen Impfnationalismus-Geschichten, Merkel hatte ja Spahn die Kompetenz zur Bestellung entzogen, damit er nicht zu viel bestellt, und übertrug dann die Kompetenz an die EU. Das war natürlich auch als Unterwürfigkeitsadresse an die EU gedacht, zu Beginn der Ratspräsidentschaft, nachdem die Südeuropäer ja während des ersten Lockdowns im Frühling Deutschland als Sündenbock entdeckt hatten und dafür mit hunderten Milliarden Wiederaufbaugeldern für einen, als ob hier ein Krieg stattgefunden hätte, belohnt wurden. Da sollte also im Schatten des Lockdown-Hilfen-Narrativs die Umverteilung von Nord- nach Südeuropa gecovert werden, die man sowieso im Sinne hatte. Dort in der EU hat nun eine von der Leyen die Oberaufsicht, die schon bei der Bundeswehr hunderte von Millionen Euro für Berater in den Sand gesetzt hatte. Und wir erinnern uns, von Macron deshalb als Kommissionspräsidentin intronisiert wurde, um einen deutschen EZB-Präsidenten zu verhindern, der wieder auf geldpolitische Stabilität gesetzt hätte. Als dann die anderen Länder doch mehr Impfstoff haben wollen, verzichtet Merkel gerne auf Kontingente und betont, die Deutschen bekämen nur das, was uns zusteht. Offenbar steht uns weniger zu als Briten, Amerikanern und Israelis, meine Damen und Herren. Die Briten übrigens, die haben sich vernünftigerweise längst unabhängig gemacht von solch einer bevormundenden EU, die die Interessen ihrer Einzelstaaten hinter der Ideologie hintanstellt. Ein bisschen von dieser britischen Mutation täte uns auch ganz gut, meine Damen und Herren. Und hinterher also, nachdem Merkel vor Impfnationalismus gewarnt hat, die Kompetenzen an die unfähige EU ausgelagert hat und den Deutschen beschieden hat, sie bekämen den Impfstoff, der ihnen zusteht. Als all das gelaufen ist, dann bekennt sie jetzt scheinheilig, das wurmt mich, dass nicht genug da ist. Aber sie lässt uns wissen, sie habe das Menschenmögliche getan. Ihr Framing-Büro hat ihr wohl geraten, dass nach so viel antideutscher EU-ideologischer Offenheit jetzt wieder ein wenig Heucheln angesagt ist. Und jetzt, wo sich die Zweifel breit machen an der Effizienz der Lockdown-Strategie, auch mit dem Lockdown ist es wie mit dem Sozialismus. Wenn er nicht funktioniert, heißt es, er wurde halt nicht konsequent genug durchgeführt und man bräuchte eigentlich noch mehr davon, damit es klappt. Dabei wäre es jetzt wichtig, den Blick zu weiten. Natürlich müssen wir gucken, erinnern sich Flatten the Curve, wie ist denn die Auslastung der Intensivstation? Wie ist denn bereits die Durchimpfung der Risikogruppen? Warum gucken die Leute nur auf den Inzidenzwert, nicht auf den R-Wert? All diese Sachen müsste man jetzt mit hineinnehmen in den Maßstab und danach sind doch die Kriterien für Öffnungen zu bemessen, nicht nach dieser blinden, immer weiter heruntergesetzten Inzidenzzahl. Aber am Ende ist es wohl so, dass manche Menschen sterben oder manche sterben nicht an Corona, sondern womöglich auch an einer Überdosis Lauterbach, an einer Überdosis Angstmacherei. Die Betriebe ganz sicher, meine Damen und Herren, an oder mit einer solchen Überdosis Fragen bleiben, aber wir haben es schon gehört, wie die Welt in Erfahrung brachte, war es ja alles noch ganz anders, was diese Lockdown-Vorbereitung anbelangte. Es klang wie eine fantastische Verschwörungstheorie aus der Mitte der Hohlerde. Letztes Frühjahr hatte die Regierung ja verpasst, rechtzeitig die Grenzen zu schließen oder auch nur Einreisestopps für Risikoländer zu erlassen. Es fehlte an ausreichenden Schutzutensilien in der Bevölkerung. Die hatte man deutsch-großmannssüchtig, wie diese Regierung wie üblich ist, in ihrer weltmoralischen Besserwisserei noch schnell nach China exportiert. Wir haben's ja. Man hatte zu spät Massenveranstaltungen verboten. Und nun war das Virus nach Merkel-Sprech, nun war es halt da, um hier gut und gerne zu leben. Einzelrückverfolgung war nicht mehr möglich. Die Regierung hatte wieder mal versagt. Wie schafft man es da, diese politische Misswirtschaft gegenüber der Bevölkerung propagandistisch zu verschleiern? Antwort,
maximale Unruhe stiften, Angst machen. Um nicht selbst als Panikmacher in Erscheinung treten zu müssen, werden Wissenschaftler angewiesen, für die Regierung ein Gefälligkeitsgutachten zu erstellen und die Bedrohungslage durch das Virus so dramatisch wie möglich darzustellen. Das soll dann als Objektivitätsnachweis nach außen dienen. So sollen Grundrechtseinschränkungen eine Scheinlegitimität erhalten. Es ist ja nicht die Regierung, es wird uns extern zugerufen. Dass vorher der Staatssekretär dort anruft und sagt, finden Sie heraus, dass Folgendes der Fall ist, das steht auf einer anderen Seite. Also, man ruft den Menschen zu, I want you to panic, das hat man bei Greta gelernt, hat doch gut geklappt, um bequemer durchregieren zu können. Ein klassischer politischer Missbrauch von Wissenschaft. Explizites Ziel des Papiers war es, Zitat, eine gewünschte Schockwirkung zu haben für repressive Maßnahmen repressiver Natur. Da wird also eine Negativutopie eines zusammenbrechenden Deutschland gezeichnet bis zur Anarchie. Eltern, die qualvoll sterben, weil ihre Kinder vergessen haben, sich die Hände zu waschen. Statt Freiheit der Wissenschaft, Gängelband der Politik. Statt faktenbasierter Analyse, Kopflosigkeit. Dass sich Merkel und die Länderchefs aber einseitig beraten lassen, ist jetzt sogar schon der SPD aufgefallen. Als die den Epidemiologen Stöhr in die Runde holen will, der sich übrigens für eine Öffnung von Schulen und Kitas ausspricht und wie die AfD auf gezielten Schutz von Risikogruppen setzt, da wird er einfach vom Bundeskanzleramt nicht eingeladen. Die Kanzlerin möchte lieber in ihrer Wohlfühlblase bleiben, lädt nur Wissenschaftler ein, die ihren Kurs für den einzig richtigen halten, der Regierung einen Freibrief für repressives Handeln ausstellen, den Freispruch für Verantwortung gleich mitliefern. Das ist politischer Missbrauch von Wissenschaft. Diese Scheinlegitimation, diese Scheinlegitimierung überzogener Maßnahmen, das lehnen wir nicht nur ab. Dieses ganze Vorgehen ist eine Schande für diese Regierung. Das ist eine lügnerische Propaganda, die diese Regierung betreibt. Das ist aufgedeckt worden. Und daraus sind bei den Wahlen jetzt Konsequenzen zu ziehen, meine Damen und Herren. Es ist in der Tat, dieses sich Scheinobjektivitäten von außen zurufen zu lassen, um die eigenen Handlungen gegenüber der Bevölkerung zu motivieren, das ist, es klang heute schon an, ähnlich wie mit dem Verfassungsschutz. Die Regierung möchte einen politischen Konkurrenten erledigen und weist eine ihr unterstellte Behörde. Das ist nicht etwa wie das Bundesverfassungsgericht eine unabhängige Gewalt. Das ist ein nachgeordnetes Haus vom Innenminister, vom Minister der Regierung der Großen Koalition. Das ist der Verfassungsschutz. Er weist also eine ihr unterstellte Behörde an, ein Gutachten zu erstellen, welches man dann gegenüber der Öffentlichkeit als objektive, neutrale Stimme ausgeben möchte. Dieser Tage wartet man bei Haldenwang nur noch auf den Marschbefehl aus dem Innenministerium. Sie werden das dann womöglich demnächst hören. Ja, das Innenministerium ist fertig, ist alles tipptopp in den Papieren, ihr könnt loslegen. Das ist dann der Marschbefehl dieser unabhängigen, objektiven, neutralen Kraft. Ex-VS-Chef, Verfassungschef Maaßen hat schon darüber berichtet, wie seinerzeit auf ihn politischer Druck ausgeübt wurde, die AfD zu beobachten. Er hat nicht gespurt, also musste er weg. Ähnlich beim Berliner Verfassungsschutz, beim Landesverfassungsschutz, wo ein internes Gutachten zum Ergebnis kam, dass die AfD sich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung eben gerade bekenne und eine Beobachtung eben gerade nicht zu rechtfertigen sei. Ergebnis und Verfasser werden revidiert und ausgeschaltet. Das muss nochmal neu geschrieben werden. Der Mann wird von seinen Aufgaben entbunden. So geht man da vor. Wir brauchen mehr Neutralität und Rechtsstaatlichkeit statt einen politisch gelenkten Verfassungsschutz, meine Damen und Herren. Schon die Tatsache, dass nicht nur diese aktuellen Schnüffeluntersuchungen bei den Mitarbeitern, schon die Aufforderung vor einem Jahr, man solle sich offenbaren vertrauensvoll, falls es im Freundeskreis AfD-Wähler geben sollte. Eine zugelassene Partei. Schon das offenbart, dass dort keine rechtsstaatlich neutrale Vorgehensweise angedacht ist. Zurück zu Corona.
wenigstens kann man, wir haben Aschermittwoch, das Fasten dieses Jahr sein lassen. Man hat ja praktisch schon seit Ostern 2020 gefastet. Unsere Regierung lässt eben am liebsten feststellen, natürlich eben mit wissenschaftlichem Gütesiegel, dass die Wirtschaft man am besten brutalstmöglich abwirkt. Wie beim Klima aus Klimagründen, so auch bei Corona. Ein auffälliger Zufall, dass so verschiedene Dinge auf dieselbe Sache herauslaufen sollen. Kann man mal drüber nachdenken. Bei aller Wissenschaftsbeschwörung, wo ist die Zahlenbasis? Es fehlen Studien zum Ausbreitungsverhalten, detaillierte Studien in einzelnen Berufsgruppen nämlich, an einzelnen Orten, in bestimmten Situationen. All das fehlt, um dann konkret und spezifisch nach Gruppen und Situationen ein Ausbreitungsgeschehen zu modellieren, statt einfach immer mit dem Holzhammer alles dicht zu machen. So vergibt man übrigens auch die Stärke des deutschen Föderalismus, Corona-Maßnahmen zwischen unterschiedlichen Bundesländern auf Kosten-Nutzen-Verhältnis vergleichend bewerten zu können. Und die Hygienekonzepte, die waren doch umsonst, wenn man ihnen dann nicht traut, weil sie nie systematisch spezifisch getestet wurden. Die Superspreader-Events sind nicht in den Museen, wo ein paar Leute mit FFP2-Masken in einem Raum verstreut stehen. Sie sind nicht in den Kinos mit riesigen Abständen um die einzelnen Leute herum oder in den Konzerten, wo niemand sich unterhält, wo die Pause abgeschafft wurde, wo es kein Catering in einer Pause mehr gibt, die es auch nicht mehr gibt. All das interessiert nicht, es wird nicht detailliert angeschaut. Man weiß schon, was man herausbekommen will. Warum können wir nicht mit den FFP2-Masken in die Geschäfte? Es ist nicht einzusehen. Und wenn Rückverfolgbarkeit wirklich den entscheidenden Einfluss auf das Infektionsgeschehen hat, sodass die Kapazität beim Gesundheitsamt am Ende den Inzidenzwert vorgibt, obwohl das Unsinn ist, weil es eine Dunkelziffer gibt. Warum hat man dann nach einem Jahr nicht längst die Gesundheitsämter massiv aufgestockt? Aber schon im März letzten Jahres wusste man, lieber alle Geschäfte dicht statt Grenzen dicht. Es ist in Wahrheit so, dass die Lösungen, die man vorhat, immer schon feststehen. Erst brauchte es zur Lockerung des Lockdowns die Inzidenz von 50, jetzt 35. Das ist wie dem Esel, dem man eine Karotte vor die Nase hält, um die Bevölkerung möglichst lange in Schockstarre zu halten. Das Kalkül, das Volk so lange an die Kandare nehmen, dass es bis zur Bundestagswahl ein Sklavensyndrom entwickelt hat und dankbar ist, von Mutti wieder in die Freiheit entlassen zu werden. Das dürfen wir nicht zulassen, meine Damen und Herren. Die Regierung gefällt sich nämlich im Krisenmodus. Da haben einige anscheinend Geschmack dran gefunden. Es passt auffällig gut, dass Deutschland nicht genug Impfdosen bestellt hat und nicht schnell genug vorankommt, sodass sich das alles bis in Sommer, Herbst hinein streckt. Es passt auffällig gut, dass man immer noch keinen Exit-Fahrplan für die Rückkehr zur Normalität entwickelt hat, dass man nach einem Jahr immer noch um Konzepte zum Schutz der Risikogruppen ringt, dass man die Inzidenzwerte immer weiter herunterschraubt. Wenn 50 in Sicht kommt, ist eigentlich 35 nötig. Sollte 35 in Sicht kommen, Sie wissen, eigentlich wäre sicher 10, es könnte ja eine noch schlimmere Mutante auftauchen und solange es eigentlich überhaupt Infizierte gibt, ist die Gefahr zu groß, da kann man sowieso nichts aufmachen. Nein, es ist so, Corona soll bis zur Bundestagswahl Thema Nummer 1 bleiben, um bei den Umfragewerten als schützende Exekutive zu profitieren und auch werden so andere Themen weggedrückt, Einwanderung, EU, Schulden, Islamisierung, Energiewende. Wir wollen die Aufklärung der Bevölkerung, nicht die Täuschung. Und das müssen wir jetzt in diesem Superwahljahr erreichen. Es sind nicht nur die Fehler bei Corona, es sind die ganzen übertünchten Probleme, die alle wieder auf den Tisch müssen, meine Damen und Herren. Aber Jens Spahn hat ja bereits eine Generalamnestie erlassen, wohl wissend, dass er selbst einer der am meisten Bedürftigen und dann gegebenenfalls Begünstigten sein wird. Dieses berühmte, wir werden in ein paar Monaten einander viel verzeihen müssen. Da möchte man ja wirklich ein Tränchen verdrücken. Das heißt, wir müssen ihm und der CDU-CSU alles verzeihen, was zurzeit so schief läuft. Und das ist im Gegensatz zu dem Papier, was letztes Jahr benutzt wurde, ein reales Horrorszenario. Ein Jahr nach Beginn der Lockdown-Krise.
Da leidet laut einer Studie der Uniklinik Hamburg-Eppendorf jedes dritte Kind unter psychischen Auffälligkeiten. Die Schüler haben ein Jahr verloren. 100.000 Unternehmen sind von Insolvenz bedroht. Der Lockdown kostet die Wirtschaft pro Woche 1,5 Milliarden. Das ist der Skandal. Das ist der Horror. Das ist Realität, meine Damen und Herren. Das andere war ein Fake. Das sind der eigentliche Lockdown-Maßnahmen-Skandal, der Lockdown-Maßnahmen-Horror. Das muss auf dem Tisch und das muss bei den Wahlen abgestraft werden. Und die Unternehmen, die im Februar noch auf die Novemberhilfen warten, aber keine Sorge, mit der Auszahlung können wir, der entsprechende Plan sei jetzt in Planung. Und Altmaier werde sein ganzes Gewicht als Wirtschaftsminister in die Schale werfen, um das voranzutreiben. Das ist beruhigend zu hören, aber wir dürfen uns vielleicht auch daran erinnern, bei den Novemberhilfen wurde nie erwähnt, um welchen November es sich handelt. Das ist auch nicht nötig, denn beim jetzigen Impftempo braucht man über 1,5 Jahre, bis alle geimpft sind, falls sie es wollen, selbst wenn jeder nur eine Dosis bekäme. Wir dürfen uns also bereits alle darauf freuen, dass Lauterbach im nächsten November vor der 5. Welle warnt. Halleluja. Prost. Noch ein paar Worte zum Verhältnis dieses Wissenschaft und Politik. Dieser politische Missbrauch der Wissenschaft. Das Saarland hatte IQ-Tests für Asylbewerber 2016 gestoppt. Die dienten der Feststellung der Arbeitstauglichkeit, weil es hieß, das schüre massiv Vorurteile. Zum Beispiel wohl das Vorurteil, dass die Asylbewerber womöglich nicht die Sozialsysteme finanzieren werden. Das ist also wie ein Forscher, der seine Messreihe plötzlich abbricht, weil er ahnt, dass seine liebgewordene Theorie von den Fakten widerlegt werden könnte. Tatsächlich bezogen bereits vor Corona 3/4 der Syrer Hartz IV. Aber die Regierung will auch das nicht wissen, will die Fakten lieber vertuschen. Und ganz entsprechend der berühmte Kriminalprofessor Pfeiffer, der als Forschungsziel ausgegeben hat, dass Ausländer eben nicht krimineller als Deutsche seien und dann so lange Entschuldungsfaktoren sucht, wie unterschiedliche Anzeigebereitschaft, werden doch häufiger kontrolliert, sind sozial schlechter gestellt, jünger, männlicher, bis man, obwohl die 12,5% ausländische Bevölkerung 30% der Gewalttaten begehen, behaupten kann, die Wissenschaft hat festgestellt, es ist alles in Ordnung. Ein verzweifelter Versuch dieser Tage, sich dem von Merkel gewünschten Marsch in die Meinungsdiktatur noch entgegenzustellen, ist die Gründung eines Netzwerks für Wissenschaftsfreiheit, das die Intoleranz gegenüber Nicht-Mainstream-Meinungen an den Unis beklagt, dass die Intoleranz beklagt und passenderweise natürlich sofort massiv attackiert wird. Auch im Bayerischen Ethikrat, wer eine abweichende Meinung hat, den wirft man einfach raus, wie den Wirtschaftsethikprofessor Lüttke. Die Leopoldina, die sollte eigentlich wissenschaftlicher Zulieferer sein. Sie will aber selbst Politframing betreiben. Ihre Empfehlung zu Corona, es brauche einen harten Lockdown. Es sollten öffentlich Tafeln aufgestellt werden, wie man sie aus kommunistischen Staaten kennt, wo dann draufsteht, Dinge als gut sichtbare Erinnerung an die Verhaltensregeln. Maximale Volksindoktrination. Ein Leopoldina-Mitglied, Michael Esfeld, sagte, die Leopoldina sollte ihre Autorität nicht dazu verwenden, einseitige Stellungnahmen zu verfassen, die vorgeben, sie könnten eine bestimmte politische Position wissenschaftlich untermauern. Es gäbe keine wissenschaftlichen Erkenntnisse, die bestimmte politische Handlungsempfehlungen wie einen Lockdown rechtfertigen. Diese Kanzlerin ist eine Propagandakanzlerin. Es sind propagandamäßig einseitig zugeschnittene Darstellungen, ein struktureller Missbrauch von Wissenschaft durch diese Regierung im Interesse des Machterhalts und dafür der Täuschung der Bevölkerung, um irgendwelche Maßnahmen als wissenschaftlich zwingend gegeben auszugeben. Diese pseudowissenschaftliche Indoktrination, diese politisch gelenkte Volksverdummung, die lehnen wir ab. Es muss wieder allumfassend, vollwissenschaftlich, neutral über alle Optionen, die auf den Tisch gehören, aufgeklärt werden, meine Damen und Herren. Und dafür steht die AfD. Ein letztes Wort
zu unseren Parteien CDU, CSU, sie halten immer viel auf ihre Bürgerlichkeit. Der Begriff ist nie näher definiert worden, hinterlässt aber so ein flauschiges Gefühl. Er hat irgendwie was mit Angekommensein zu tun, mit Posten haben. Und wenn man das beim heutigen medialen Umfeld am besten durch Anbiederung an Rot-Rot-Grün erreicht, warum nicht? Söder umarmt Bäume, ließ sich einen Habeck-Bart wachsen. Bosbach sagte allerdings über den konservativen Unionsflügel, da haben wir eher so eine Art Duldungsstatus, das betrübt viele. Das ist ein klares Signal an konservative Wähler, dass sie bei der CDU ein totes Pferd reiten. Unsere Regierung mag Opposition am liebsten in der Ferne. Bei Weißrussland, der Ukraine, Myanmar ist man Feuer und Flamme für Meinungsfreiheit, Korruptionsbekämpfung, dafür, dass die Opposition eine Stimme bekommt. In Polen und Ungarn stellt man EU-Mittel unter Vorbehalt, ereifert sich über politische Justiz und Verwaltung oder Eingriffe ins öffentliche Fernsehen. In Deutschland sind die nach einem halben Jahrhundert politischer Besetzung durch Medienräte eben nicht mehr nötig, weil ohnehin alle längst auf Kurs gebracht sind. Man stelle sich mal für einen Moment vor, wie die Auslandsberichterstattung über die Opposition in Russland vor sich ginge, wenn sie so abliefe wie hier in Deutschland. Nawalny würden ständig seine vorhandenen migrationskritischen Zitate um die Ohren gehauen. Er würde bei jeder Gelegenheit nach seinem Rentenkonzept gefragt werden. Übrigens, seit die AfD ein ausgewogenes Rentenkonzept hat, wird sie, merkwürdigerweise, danach gar nicht mehr gefragt. Der Tenor wäre jedenfalls, Putin macht und tut, baut Nord Stream 2 und von der Opposition kommt nur unproduktives Gemecker. So sieht's aus. Liebe Freunde, wo wir bei Nawalny waren, in Wahrheit ist es gerade die AfD, die hierzulande diese Rolle spielt, die hierzulande gegen die Regierung noch Garant der Demokratie ist. Was man draußen so toll findet, da sollte man sich hier mal an die eigene Nase fassen. So lassen Sie uns heute und mit uns, die Bürger unseres Landes, uns anstecken von der sonst so gerne im Ausland aufgesuchten Lust an der demokratischen Opposition. Lassen Sie uns die Bürger anstecken mit dem Mut, der sonst nur gratis moralisch vom Wohnzimmersessel aus in der Ferne bewundert wird. Liebe Freunde, der Aschermittwoch ist Asche und Vorfreude. Wir haben keinen Grund zu verzagen, keinen Grund, uns den voreiligen und billigen Niedergangsprophezeiungen der politischen Konkurrenz die anzuziehen. Nie war ein politischer Kampf gerechter und angebrachter und darum auch letztlich aussichtsreicher als unser Kampf um die Bewahrung des Nationalstaats und Rechtsstaats Deutschlands, unserer Heimat. Und liebe Freunde, noch kurze Zeit nur ist der Name Deutschland im neuen Wording-Katalog der verbotenen Begriffe nicht verzeichnet. Das deutsche Volk, dieser Begriff wird schon verfemt. Die deutsche Nation, dieser Begriff wird schon verfemt. So lassen Sie uns Deutschland, solange es die Verwendung noch nicht als Diskriminierung Zugewanderter geframed wird, was unmittelbar bevorsteht, so lassen Sie uns die wahre Vielfalt unserer eigenen, überreichen deutschen Kultur feiern, die von keiner anderen Vielfalt verdrängt werden kann. Und das heißt Mut zu uns selbst. Mut zu uns selbst, das wünsche ich uns. Und tragen wir ihn in diesem Superwahljahr nun hinaus zu den Bürgern. Tragen wir diesen Mut zu uns selbst hinaus zu den Wählern. Das wünsche ich uns. Ich danke Ihnen.